sind auf einer geraden Straße und dann ist eben der eine in eine Velofahrerin reingefahren, kollidiert und wir haben keine Zeit mehr zum Ausweichen und sind alle auch gestürzt. Absolut Glück in Unglück, dass ich nur ein Radiusköpfchen am linken Ellenbogen gebrochen habe, ist sehr positiv. Das Schöne ist, ich kann noch etwas machen, ich darf und sollte auch etwas machen, sollte bewegen. Und ich glaube, da müssen wir Schritt für Schritt gehen. Ich bin sicher froh, dass ich dort auch die Expertise und die Erfahrung von Brett habe. The sooner you can get into doing some physical exercise and get the blood flowing, the more you get the normalization of the other muscles. Wenn alles gut verheilt, wie es so jetzt aussieht, es kann immer anders kommen, dann sollte das kein Problem sein im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Mit den Umständen bin ich wirklich zufrieden. Die Heilung läuft soweit gut, ich habe praktisch keine Schmerzen, ich kann sehr viel bewegen und ich sehe jeden Tag ein bisschen Fortschritt. Das ist sehr wichtig für mich. Als ich das erste Mal wieder auf der 400-Meter-Bahn war und halt mal langsamere Zeiten gelaufen bin als Training vorher, vor dem Sturz, was ja logisch ist, aber wo man dann dachte, ah nein, und was frustrierend ist. Ja, das war das erste Mal, als ich so wirklich 3 Stunden auf die Straße gegangen bin, wieder richtig gefahren. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich den Arm immer noch versuche zu schützen, was auch gut ist. Also haben wir eigentlich die Muskeln rundherum haben wir angefangen wehtun am Schluss. So einen Moment eigentlich in jedem Tag einzubauen, mehr oder weniger, das bedeutet uns sehr viel. Und das ist ein Grund, wieso wir sagen, es ist ein Leben, das von allen viel fordert, aber auch, das allen extrem viel gibt und vor allem eben viel so Familienzeit zusammen gibt.